Ecuador deutet an, dass es Julian Assange an Großbritannien und die USA übergeben wird. Der WikiLeaks-Gründer ist in großer Gefahr. Die Äußerungen dieser Außenministerin von Ecuador deuten darauf hin, dass sich ihre Regierung möglicherweise darauf vorbereiten wird, das politische Asyl, das sie dem WikiLeaks-Redakteur im Jahr 2012 gewährt hat, abzuwerten und ihn britischen und dann amerikanischen Behörden zu übergeben. Seit dem 28. März hat Ecuador unter immensem Druck der Regierungen in den USA, Großbritannien und anderen Mächten Assanges Internet- und Telefonverbindung mit der Außenwelt abgestellt und Freunden und Unterstützern verboten, ihn zu besuchen. Die ecuadorianische Außenministerin María Fernanda Espinosa erklärte am Mittwoch in einem Interview, dass ihre Regierung und Großbritannien die Absicht und das Interesse hätten, den Fall zu lösen. Es gehe um eine definitive Vereinbarung über den Fall Assange. Wenn Assange in die Hände des britischen Staates fällt, droht ihm die Übergabe an die USA. Letztes Jahr erklärte der US-Generalstaatsanwalt Jeff Sessions, dass es eine Priorität sei, Assange wegen Spionage vor Gericht zu stellen. CIA-Direktor Mike Pompeo, jetzt Staatssekretär, behauptete, dass WikiLeaks ein nichtstaatlicher feindlicher Geheimdienst sei. Im Jahr 2010 veröffentlichte WikiLeaks Informationen, die damals von Bradley, jetzt Chelsea, Manning veröffentlicht wurden, der Kriegsverbrechen offenlegte, die von US-Streitkräften im Irak und in Afghanistan begangen wurden. WikiLeaks veröffentlichte auch in Zusammenarbeit mit einigen der größten Zeitungen der Welt zehntausende geheime diplomatische Telegramme, die Intrigen der USA und zahlreicher anderer Regierungen aufdeckten. Dafür wurde Assange von der Obama-Regierung unerbittlich verfolgt. Bis November 2010 war ein Haftbefehl gegen ihn wegen Spionageanklagen erlassen worden, die ein Todesurteil bedeuten können. Die damalige Regierung Australiens unter der Premierministerin Gillard verweigerte sich, ihm eine Verteidigung zu gewähren, und erklärte, es werde mit den USA zusammenarbeiten, um ihn inhaftieren und vor Gericht stellen zu lassen. Am 19. Juni 2012 beantragte Assange Asyl in der ecuadorianischen Botschaft in London. Seitdem war er fast sechs Jahre lang in einem kleinen Raum eingesperrt. Er wurde daran gehindert, das Land zu verlassen, sogar um medizinische Behandlung zu erhalten, weil die britische Regierung darauf bestand, dass er ihn wegen der Verletzung der Kaution festnehmen würde, sobald er die Botschaft verlassen würde. Jetzt wurde ihm sogar das Recht auf Kommunikation verweigert. Jennifer Robinson, der in Großbritannien lebende australische Anwalt, der Assange seit 2010 vertritt, sagte gegenüber der London Times, dass die Gesundheitssituation von Julian Assange besorgniserregend ist. Die Bemühungen, Assange vor ein US-Gericht zu bringen, sind untrennbar mit der breit angelegten Kampagne verbunden, welche von den USA und verbündeten Regierungen vorangetrieben werden, um eine umfassende Zensur im Internet durchzusetzen. Behauptungen von russischer Einmischung bei den US-Wahlen 2016 und Klagen über Fake News werden verbreitet. WikiLeaks wird als prorussisch verleumdet. Als Teil der Rechtfertigung für die Internetzensur behaupten die US-Geheimdienste ohne Beweise, dass Informationen von russischen Agenten gehackt und an WikiLeaks weitergegeben wurden, um Clinton zu unterminieren und Trump zu helfen, den Moskau angeblich als kleineres Übel bezeichnete. Als Reaktion auf die hysterischen Anschuldigungen brach WikiLeaks seine eigene Tradition, seine Quellen nicht zu kommentieren und dementierte, dass Russland nicht die Ursache für die undichten Stellen sei. Das hat die Fortsetzung der Kampagne nicht verhindert. Assange wurde sogar in pro-demokratischen Kreisen als nützlicher Idiot des Kremls bezeichnet.